Ja, ich muss sagen, also ich finde es bis jetzt eine richtig coole Atmosphäre. Es ist sehr intensiv, vor allem jetzt auch physisch zum Arbeiten. Aber es ziehen alle mit. Also es ist wirklich, man kommt vorwärts, man gibt Gas. Und auch schon die neuen Spielideen vom neuen Trainer sind schon klar erkennbar. Also da kommt etwas ganz Cooles zusammen, habe ich das Gefühl. Es macht mega Spass, mittlerweile ins Training zu kommen. Das war noch das Bubendorf, als wir noch die Finalrunde gekommen sind mit den B-Junioren. Haben wir gegen einen Derby-Gegner haben wir gehabt, gegen Nogle im Halbfinale und sind dort lang hinten und sind immer wieder näher gekommen. Kurz vor Schluss der Ausgleich gewesen, und dann noch 0,9 Sekunden durfte ich noch 6,5 einschieben mit Backhand. Das war daheim gewesen, von den eigenen Fans. Das war ein riesen Highlight, da mag ich mich jetzt noch ganz genau daran erinnern, wie das war. Das war auch bei Bubendorf, bei den Herren. Sind wir kurz vor Schluss hinten, haben den Goalie rausgenommen. Und dann bin ich auch einer von den vier Spielern, der auf dem Feld war, der es dann noch richten sollte. Und dann habe ich den Ball astrein, ja, gerade direkt ins Goal hineingelegt. Da habe ich mich ziemlich geschämt dafür. Das Spiel haben wir schlussendlich dann verloren. Und ja, das hat mich ziemlich genervt. Es ist, nur mit einem Goal haben wir das, glaube ich, verloren. Also, am Schluss bin ich schuld gewesen. Ja, gibt's. Ja, also ich bin gerne noch polysportiv unterwegs. Ich gehe noch viel mit meinem Vater Ping-Pongen. Ich gehe beachen im Sommer, jetzt, wenn es so schön ist. Ich gehe auch noch ab und zu joggen. Mache ich auch sehr gerne. Kraft probiere ich auch immer wieder einzustreuen. Ja, ich muss noch ein bisschen Kilo drauf bekommen. Sonst wird es ein bisschen eng bei den Herren. Ja, also ich schaue, dass ich sicher noch einmal etwas Richtiges machen kann pro Woche. Aber ja, sonst brauche ich die Zeit dann auch, um wieder ein bisschen Energie zu tanken. Genau.